Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Genre im Fokus. Und heute stellen wir euch drei Würfeleinsatzspiele vor. Und bevor wir loslegen, wollte ich nochmal sagen, das ist keine Top-Liste, weil wir immer wieder gefragt werden, sondern wir stellen euch einfach ein paar aktuelle, mehr oder weniger aktuelle Vertreter aus diesem Genre vor. Natürlich gibt es noch sowas wie Marco Polo 2, das haben wir euch aber schon im Frisch vom Tisch vorgestellt. Deswegen fände ich es ein bisschen albern, das jetzt hier nochmal vorzustellen. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Spiel und wer darüber was erfahren will, kann sich das Frisch vom Tisch nochmal anschauen. Aber heute stellen wir euch eben drei Würfeleinsatzspiele vor, die wir bis hierher noch nicht vorgestellt haben und von denen wir denken, dass es sich lohnt, mal darüber zu sprechen. Genau, und dann beginne ich jetzt direkt mit Crystal Palace. Crystal Palace ist ein Spiel vom Autor Carsten Lauber mit Illustration von Andrea Alemanno. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 14 Jahren, dauert ca. 120 Minuten und ist bei Feuerlandspiele erschienen. Crystal Palace ist natürlich ein Würfeleinsatzspiel, sonst wäre es ja nicht im Genre im Fokus zu Würfeleinsatzspielen. Aber das Besondere hier ist, wir würfeln gar nicht, sondern jeder hat zwar Würfel, aber wir können selber entscheiden, auf welche Seite wir die Würfel drehen. Dazu haben wir hier so ein schickes Kästchen, hinter dem wir unsere Würfel dann drehen und festlegen. Dann stülpen wir das drüber und das machen alle gleichzeitig. Und dann wird aufgedeckt. Und das Besondere ist jetzt, hohe Würfelzahlen sind besser, weil wir können die Aktionen, wir setzen dann später die Würfel alle hierher. Und die, wenn wir hier zum Beispiel mindestens eine 4 eingesetzt haben, dann können wir hier diesen besten Slot damit belegen. Der bringt uns zum einen einen extra Bonus und zum anderen später werden die Würfel alle ausgewertet. Und dann sind wir als erstes dran und können uns eben hier was aussuchen, was uns gefällt und haben praktisch die erste Wahl. Und wenn man hier zum Beispiel nur eine 1 eingesetzt hat, dann muss man halt warten, was die anderen davor eingesetzt haben. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann nehme ich ja nur 6, aber jeder Augenpunkt praktisch kostet ein Geld. Hier so eine Geldeinheit und Geld ist super knapp in dem Spiel. Wir starten zwar mit relativ viel Geld, mit 40, aber wir werden zumindest, war das so meine Erfahrung, nie wieder auch nur annähernd in Richtung 40 kommen. Das heißt, am Anfang denkt man, oh, ich habe super viel Geld, ich kann meine Würfel recht hoch drehen, dann kann ich hier super viele tolle Aktionen machen. Wunderbar. Ja, und dann schon nach der ersten Runde merkt man, oh, jetzt habe ich nicht mehr 40, sondern vielleicht nur noch 20, 25. Dann bekomme ich zwar wieder ein bisschen, aber man sieht hier gibt es so zum Beispiel eine Einkommensleiste. Da steht man dann vielleicht so bei 6 oder 8 Geld, was man kriegt. Ja, und wenn man dann schon 20 nach der ersten Runde ausgegeben hat, dann merkt man ja schon, ist das Geld geschrumpft und wir spielen 5 Runden und irgendwie müssen wir in diesen 5 Runden mit unserem Geld klarkommen. Und das ist hier die große Kunst, zu balancieren zwischen, ich will eigentlich meine Würfel auf eine hohe Zahl einstellen, damit ich tolle Aktionen machen kann und ich will aber eigentlich die Würfel auch nicht zu hoch einstellen, damit ich mein Geld beisammenhalte, damit ich bis zur letzten Runde auch damit klarkomme. Und das finde ich hier richtig genial, weil es eben nicht diesen Zufallsfaktor hat, sondern ich kann mir das ganz genau überlegen, wie möchte ich das machen. Natürlich ist es so, wenn man mit Grüblern spielt, dann kann das schon mal eine Phase sein, die sehr lange dauert, weil man ja sehr geschickt überlegen muss, wo will ich hin, wo will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt der Erste sein, um mir zum Beispiel hier die Karte, die super zu mir passt, leisten zu können. Und wo ist es mir fast schon egal? Ja, was machen wir jetzt hier eigentlich, mal außer unsere Würfel einzusetzen? Im Grunde geht es darum, dass wir zum einen Erfindungen uns erstmal als Bauplan praktisch zu uns holen und die dann später erfinden. Dazu müssen wir hier Ressourcen abgeben, so wie man das auch kennt. Und dann gibt es noch die Erfinder. Und da ist es am besten, wenn man ein Match hat. Also wenn der Erfinder auch zu der Erfindung passt. Das ist oft sehr zufällig, ob jetzt die richtigen aufgedeckt werden oder nicht. Manchmal hat man Glück, man hat schon eine Erfindung da und später kommt der passende Erfinder oder umgekehrt, weil das muss nicht in der gleichen Runde sein, das kann auch später sein. Wenn man jetzt nicht das passende Match hat, geht es auch. Man kann trotzdem sich die Karten holen und auch die Punkte dafür bekommen, aber ein Match gibt halt extra Punkte. Und das ist vielleicht so
Der einzige kleine Kritikpunkt an dem Spiel, den ich habe, weil man doch einen großen Vorteil hat, wenn zufällig dann zu seinen Erfindungen die richtigen Erfinder kommen. Und das ist so tatsächlich der einzige Glücksfaktor in dem Spiel. Und es bringt schon ordentlich Punkte, wenn man da 2-3 Matches hat. Und das kann auch schon mal zum Sieg führen. Und das ist so das einzige, eben winzige Kritikpünktchen, was ich habe, weil sonst finde ich das Spiel echt genial, weil es eben so schön verzahnt ist. Wir müssen nicht nur Erfindung und Erfinder haben, sondern das Timing spielt auch eine große Rolle, weil die Erfindung, wie gesagt, man holt sie aus dem Bauplan, kann am Ende jeder Runde, oder es gibt eine Phase in der Runde, wo man den dann praktisch die Ressourcen ausgibt und den auf die Rückseite dreht und in dem Moment kriegt man Punkte. Aber je nachdem, in welcher Runde man das gemacht hat, gibt es mehr oder weniger Punkte. Und da gibt es sowohl bei den Erfindern als auch bei den Erfindungen welche, die triggern oder die bringen viel mehr Punkte, wenn man die gleich am Anfang baut. Es gibt aber auch welche, die will man lieber am Schluss dann bauen oder sich holen. Und da spielt eben das Timing eine große Rolle. Die Erfinder triggern immer in der Runde, wo man sie sich geholt hat. Also da muss man die Ressourcen schon vorher da haben. Auch das ist wichtig. Dann, man muss mit dem Geld haushalten. Ich habe gesagt, es gibt ein Einkommen jede Runde, aber am Ende der Runde schrumpft das Einkommen. Das heißt, man muss während der Runde auch irgendwie gucken, dass man diesen Marker wieder hoch bekommt, weil im schlimmsten Fall bekommt man sogar Minuspunkte und gar kein Geld. Das heißt, dieses Geldmanagement, da kann man richtig, richtig tief reinfallen, wenn man zu viel Geld ausgegeben hat und sich nichts mehr leisten kann, weil dann kann man die Würfel nicht mehr hochdrehen, dann kriegt man von jeder Aktion nur noch das Letzte ab, was es so gibt. Das ist blöd, dann kann man auch irgendwie nichts mehr so gut kriegen, um sich da wieder rauszuarbeiten. Also wenn man einmal in dieses tiefe, geldlose Loch gefallen ist, ist es super schwer, da wieder rauszukommen. Und deswegen ist auch für viele immer so die Erstpartie, da kann man schon mal richtig verkacken, zu gut Deutsch, weil man einfach dann irgendwann in dieses Geldloch fällt. Aber wenn man es dann mehrfach spielt, dann weiß man das ja. Und dann macht es richtig Spaß, das so auszutarieren. Wie kann ich mit meinem Geld haushalten? Wie kriege ich jetzt irgendwie noch so ein bisschen Geld rein? Ja, und was ich auch wirklich genial finde, was einem im Spiel manchmal ärgert, aber was ich eben spieltechnisch sehr, sehr schön finde, es gibt immer mehr Würfelslots, als man dann später benutzen kann. Das heißt, wenn man zu geizig war und sich immer auf die Einserplätze setzt und andere haben mehr investiert und setzen sich auf die besseren Plätze, wie hier zum Beispiel, sagen wir mal, der hätte sich jetzt da und da hingesetzt, ja, dann darf zuerst der die Aktion ausführen, setzt sich da hin, sagt auch, ich entscheide mich für das Plättchen. Jetzt dürfte der hier sich da hinsetzen und kriegt halt das, was noch übrig ist. Und der hier, der war zu geizig, hat nur 2 Geld ausgegeben und geht jetzt leer aus. Man kriegt dann so einen kleinen Ausgleich, eine Zeitung. Die Zeitung, die kann man umwandeln in verschiedene Ressourcen. Aber er hat halt nichts von diesen Plättchen abgekriegt, weil er zu sparsam war. Und das finde ich richtig cool, weil das auch eben wieder mit diesem in Einklang zu bringen ist, wie viel kann ich mir leisten auszugeben, um nicht hier in die Miesen zu geraten. Wenn man dann doch mal in die Miesen gerät, dann kriegt man ordentlich Minuspunkte. Dann muss man hier so einen Kredit aufnehmen. Das ist ein bisschen zufällig. Dieser wäre jetzt zum Beispiel -8 Punkte wert. Den legt man hier auf sein Tableau. Hier habe ich zum Beispiel schon mal einen hingelegt, der hat -10 Punkte. Der Slot, den man überdeckt, der wäre -2 Punkte wert. Das heißt, es sind eigentlich nur -6 Punkte, die man kriegt. Schafft man es aber, das zurückzuzahlen, dann geht es ein bisschen runter und man hat hier -5 Punkte. Weil man ja die -2 überdeckt hat, sind es eigentlich nur 3 Minuspunkte. Dafür hatte man halt zwischendrin wieder Geld. Aber selbst wenn man zurückgezahlt hat, hat man eben ein paar Punkte verschenkt dadurch. Und so kommt man dann irgendwie ein bisschen wieder aus seinem Geldloch raus. Also es
Spiel kann sich nicht aufhängen. Aber natürlich will man immer vermeiden, diese Kredite aufnehmen zu müssen. Genau, und ansonsten gibt es hier wirklich viele kleine elegante Möglichkeiten. Man sammelt diese Plättchen, um eben seine Minuspunkte abzudecken. Und die bringen dann zum Beispiel auch nochmal Rundeneinkommen oder ein bisschen Geld mit sich, entweder sofort oder auch am Ende der Runde. Dann kann man hier noch auf dieser Leiste aufsteigen. Da kriegt man auch nochmal solche Sachen, die man jede Runde bekommt, unter Umständen auch Punkte. Aber man kann nur zwei von diesen Sachen sich aussuchen und muss dann halt überlegen, will ich sofort das Erstbeste, wo ich dran vorbeigekommen bin, damit ich möglichst viele Runden kriege, oder will ich erst ein bisschen aufsteigen, weil da gibt es die besseren Boni, dafür kriege ich die dann vielleicht nur noch in den letzten 1, 2, 3 Runden. Also da gibt es noch so ein bisschen was, dann guckt man hier mit der Einkommensleiste, dann gibt es hier noch sowas, weil die Erfinder, die wollen jede Runde bezahlt werden und je nachdem, wie weit man hier in dieser Leiste fortgeschritten ist, wollen die mehr oder auch mal weniger, also meistens weniger, aber manchmal auch mal mehr Gehalt sozusagen haben. Also will man auch nicht zu viele unbedingt von diesen Erfindern haben oder halt schnell auf der Leiste aufsteigen, weil dann vielleicht gehen sie irgendwann auf 1 oder 0. Ja, dann will man diese Erfindung machen, man möchte die Matches haben. Also es ist sehr elegant, alles miteinander verzahnt. Und man muss ja dann auch noch gucken, wie man an seine Ressourcen kommt. Es gibt noch einen Schwarzmarkt, wo man nochmal so ein paar extra Boni bekommen kann. Und das gefällt mir richtig gut, das Spiel. Es gibt super viel zu entdecken. Es gibt super viele Taktiken auszuprobieren. Es ist variabel dadurch, dass immer unterschiedliche Plättchen überall liegen, unterschiedliche Karten ausliegen. Auch hier diese Leiste, da gibt es nochmal sowas, je nachdem wie weit man fortgeschritten ist, kann man sich da nochmal Punkte oder Schritte und so weiter holen. Beziehungsweise sind eigentlich immer hier Schritte, aber man kommt dann unterschiedlich weit. Und auch das ist variabel. Und es gefällt mir richtig gut, es ist sehr gut ausgeklügelt und ein Spiel, was ich immer wieder gerne spiele, weil eben der Glücksfaktor so reduziert ist und man selber für sein Gelingen oder Nicht-Gelingen der Partie verantwortlich ist. Also wirklich sehr gelungen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, dann kommen wir jetzt zur Circadiana Erstes Licht. Circadiana Erstes Licht ist ein Spiel vom Autor S.J. MacDonald mit Illustrationen von Sam Phillips. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist beim Schwerkraftverlag erschienen. Bei Circadiana, da würfeln wir jetzt. Also nicht wie bei Crystal Palace, dass man selbst seine Würfel einstellt, sondern man würfelt, das sieht man jetzt hier, und legt dann seine Würfel entweder hier oben hin, man darf bis zu 5 Würfel haben, oder man hat auch hier unten noch Felder, da kann man die auch noch hinlegen. Und wenn man sie hier oben hinlegt, muss man sie unter Umständen dann, oder muss man sie bezahlen später. Während wenn man sie hier unten hinlegt, dann macht man mit denen keine Aktion, sondern das sind die sogenannten Farmen. Da bekommt man neue Ressourcen. Dafür hat man keine andere Aktion mit denen gemacht. Und hier oben, der erste Würfel ist immer gratis, damit man auf jeden Fall was machen kann. Und ab dem zweiten Würfel kostet das Algen. Und je mehr Würfel man da oben hinlegt, desto mehr Algen muss man später ausgeben, um eben Aktionen machen zu können. Und das Besondere hierbei ist, wenn dann alle ihre Würfel gelegt haben, dann wird es aufgedeckt. Und jetzt muss man zuerst den linkesten Würfel einsetzen. Das heißt, wenn man später merkt, oh, jetzt würde ich aber eigentlich gern die 1 einsetzen, dann muss man trotzdem die 2, also setzt immer jeder einen Würfel ein, dann geht es 3 um, bis man wieder dran ist, setzt man den nächsten Würfel ein. Und wenn man eigentlich schneller an die 1 ran will, weil man da mit der unbedingt was machen will, dann hätte man sich das vorher überlegen müssen und hätte den eben hier an erste Stelle legen müssen. Das ist manchmal ganz tricky, weil durch diese Plättchen, die wir hier haben, die wir uns im Laufe des Spiels erarbeiten, kann man sich oder bekommt man Boni. Also manche Plättchen sind dazu da, um den Würfel zu erhöhen oder erniedrigen. Oder hier zum Beispiel, da spart man sich die Algenkosten von genau diesem Würfel. Wenn man jetzt ein bisschen ungünstig für sich gewürfelt hat, vielleicht unbedingt eine 2 brauchte, aber nur die 1 gewürfelt hat, dann muss man den vielleicht genau an diese Stelle legen, weil man hier sich das hoch und runter
Ding hingelegt hat, sodass man den Würfelwurf verändern kann oder auf die Rückseite drehen oder was auch immer. Und dann kann man den aber erst als drittes benutzen, obwohl man den vielleicht lieber als erstes benutzen wollte. Wobei man hier an erster Stelle schon ein aufgedrucktes hat, wo man auch plus minus 1 auf den Würfelwert nehmen darf. Ja, und so setzt man dann reihum immer seine Würfel ein. Und die, die hier unten liegen, die werden dann in der Erntephase, die kommt nachdem alle Würfel ausgewertet wurden, da kommt dann die Erntephase. Und was können wir jetzt hier machen? Also unser Hauptziel ist es, wie eigentlich fast immer, Punkte zu machen. Es gibt eigentlich nur zwei Aktionen, mit denen man Punkte machen kann. Das ist einmal hier das auf dem Diplomatie-Tableau. Da können wir uns mit anderen Völkern diplomatische Gespräche führen, ihnen Geschenke machen und bekommen dafür Punkte. Und das andere ist hier unten im Lager. Da können wir Gegenstände, die wir im Laufe des Spiels bekommen, können wir praktisch bauen, so ähnlich wie hier die Erfindung, indem wir Ressourcen abgeben und die bringen dann auch Punkte. Und was schön ist, die bringen noch so Sonderfähigkeiten und das finde ich auch wieder richtig cool, weil das ist auch wieder was, was sich dann jedes Spiel verändert und was die Partie nochmal spannend macht, welche Fähigkeiten man hat. Und hier ist es auch so, dass jeder schon von Anfang an einen Charakter hat, der auch nochmal eine Fähigkeit mit sich bringt. Und die spielen sich alle sehr unterschiedlich, weil die an bestimmten Sachen, an bestimmten Feldern Vorteile bieten, die man dann natürlich im Spiel häufiger benutzen will. Und das ist richtig cool, die alle auszuprobieren. Ich finde die auch alle sehr stark. Also das gefällt mir hier richtig gut. Ansonsten haben wir hier Felder, um uns neue Würfel zu holen, weil, und das auch besonders, bei den Aktionen, wo man Punkte macht, da bleiben die Würfel liegen. Das heißt, man verliert diese Würfel wieder und hat dann ein kleines Problem unter Umständen, weil man noch ganz wenig Würfel hat. Und deswegen gibt es hier eine Aktion, wie man sich wieder neue Würfel holen kann. Dann kann man hier seine Erntemaschine bewegen. Das finde ich auch irgendwie ganz cool gemacht. Diese Erntemaschinen sind hier auf diesem Tableau diese Sechsecke. Und man darf die mal im Einfeld verschieben. Die starten alle in der Mitte. Und je weiter nach außen man die schiebt, desto mehr Ressourcen bekommt man immer in der Erntephase. Und man kann sich dann praktisch spezialisieren auf bestimmte Ressourcen. Weil es gibt nicht nur diese Algen, es gibt hier noch Energie, es gibt Wasser. Und es gibt auch Kristalle. Und ihr seht schon, hier oben zum Beispiel sind die Felder, wo es viel Energie gibt. Dann kommt hier ein Bereich, wo es viel Algen gibt. Da unten kommt viel Wasser. Und hier ist noch ein bisschen Energie. Und die sind immer in Kombination. Also hier zum Beispiel viel Wasser und ein bisschen Energie. Oder hier relativ ausgeglichen, 4 Energie und 6 Wasser. Manchmal, wenn hier schon Wasser drauf liegt, bekommt man das auch in dem Moment, wenn man auf dieses Feld gegangen ist. Das gleiche auch hier mit den Kristallen, die sehr wertvoll sind, weil sie noch Punkte am Spielende bringen. Und so kann man dann speziell in eine Richtung gehen und sich da dann spezialisieren auf eine Sorte. Aber eigentlich will man immer von allem etwas haben. Genau, hier kann man sich Kristalle holen. Hier kann man sich eben neue Plättchen holen, die Würfel dann verändern, verbessern. Hier kann man sich neue Plättchen holen, die entweder so wie hier einfach jede Runde ein bisschen Ressourcen abschmeißen oder neue Felder. Wenn man hier zum Beispiel eine 6 hinlegt, bekommt man dafür 2 neue Würfel. Und hier kann man einfach Ressourcen tauschen miteinander. Alles ist davon abhängig, wie hoch die Würfelzahl ist. Also hier zum Beispiel, wenn man eine 1 oder 2 hingelegt hat, dann darf man nur dieses Plättchen nehmen. Wenn man eine 3 oder 4 hinlegt, darf man nur dieses Plättchen nehmen. Und so ist es hier überall. Hier, je nachdem, welche Zahl man hingelegt hat, in diese Richtung fährt man dann auch auf dem Tableau. Das heißt, das, was man hier macht und wie man die Würfel hinlegt, ist sehr essentiell. Und zum einen will man die Sachen früh machen, damit der andere einem das nicht wegschnappt. Und zum anderen will man aber auch das, wie ich schon gesagt habe, dass man halt genau den speziellen Würfel braucht und dann eben hier seine Raumschiffe benutzt, um die halt so zu friemeln, wie man sie gerade braucht. Genau, und was auch noch schön ist hier, um Punkte zu machen, da kann man dann jeden Würfel hinlegen. Also ich könnte jetzt meine 5
zum Beispiel da hinlegen. Ich brauche wahnsinnig viele von diesen Ressourcen, in dem Fall 9 Stück, um 5 Punkte zu bekommen. Die muss ich ausgeben. Und dann gibt es Vor- und Nachteile. Vorteil ist, wenn man zum ersten Mal eine Würfelzahl dahin legt, wie jetzt zum Beispiel habe ich eine 5 hingelegt, die 5 war noch nicht, dann darf ich diesen Marker nehmen und mir hier einen dieser freien Boni aussuchen. Also zum Beispiel, dass ich hier nochmal neue Gegenstände bekomme, die ich dann später bauen kann. Oder dass ich hier meine Erntemaschine verschieben darf oder sowas. Aber wenn die Würfelzahlen in Summe bei einem Volk zu hoch sind, wie hier, das wäre jetzt 11, dann wäre ich über 10 oder auch über 8, das kann ich mir dann selber aussuchen, dann muss ich den nehmen und einen Malus mir aussuchen. Das heißt, ich muss zum Beispiel hier einen Würfel abgeben oder ich muss einen Kristall abgeben. Das heißt, ich will eigentlich eine Zahl nehmen, die noch nicht war, aber auch nicht von der Summe so hoch kommen. Oder auch wenn 2 gleiche Würfel hier bei einem liegen, also wenn ich da noch eine 6 hingelegt hätte, dann hätte ich einen Malus zum Beispiel hier durchbekommen. Wenn man mehrere Sachen triggert, muss man trotzdem nur einen davon nehmen. Man kann sich den dann aussuchen. Aber ja, dann muss ich halt was abgeben. Das ist ein bisschen blöd. Und so habe ich mir dafür dann zum Spielende Punkte gesichert. Beim Lager ist es auch ganz interessant. Ich setze meinen Würfel da ein. Das Feld muss frei sein. Das heißt, hier mit meiner 6 hätte ich noch eine gute Auswahl. Da wären 3 Felder frei. Je nachdem, in welche Zeile ich lege, bekomme ich einen Bonus. Und ich muss dann aber auch einen Gegenstand haben, den ich auch bauen kann, den ich mir leisten kann. Dafür muss ich viele Ressourcen gesammelt haben und habe ab dann die Spezialfunktion. Das ist übrigens auch sehr schön gemacht. Hier steht immer dabei, auf welche Aktion sich das bezieht. Das wäre jetzt hier aufs Lager. Da will ich dann immer noch einen extra Gegenstand bekommen zum Beispiel. Ja, und das Spiel gefällt mir auch richtig gut, weil es eben am Anfang diese taktischen Überlegungen habe, wie will ich meine Würfel einsetzen? Will ich lieber Ressourcen dafür haben, weil ich vielleicht gerade nicht so viele habe? Wie will ich meine Erntemaschine positionieren? In welche Richtung will ich gehen? Ich möchte natürlich hier mein Volk, die Spezialfähigkeit meines Volkes sehr geschickt einsetzen. Wir haben auch noch jede Runde kommt so eine Karte, die entweder einen Vorteil auf irgendeine Aktion bringt oder irgendwas Gutes macht, aber manchmal auch was Schlechtes macht. Das muss ich noch irgendwie mit einplanen und da muss ich halt schauen, wie kann ich jetzt am besten meine Punkte machen. Also was lohnt sich für mich, was lohnt sich nicht. Es lohnt sich auch, diese Plättchen sich zu holen, weil je mehr man davon gelegt hat, desto mehr Punkte bekommt man am Ende auch noch. Also es ist schon alles irgendwie lohnenswert. Und man möchte das natürlich am besten umsetzen. Und so vielleicht das einzige kleine negative Punkt, den ich finde, diese Ressourcenmarker sind sehr klein. Das ist an sich auch okay, weil man hat sehr viele davon. Aber man muss oft dann irgendwie hier 10 Wasser abgeben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht noch so 5er-Marker gibt, die ein bisschen größer sind, so wie man das aus anderen Spielen kennt. Es gibt zwar so Karten, da kann man die drauflegen, dann zählt es als 10 oder so. Aber wenn man dann 9 ausgeben muss, dann muss man wieder zurücktauschen und so. Und ihr seht schon, also das ist nicht unrealistisch, dass man so viel Zeug da irgendwie bei sich liegen hat. Und dann muss man ständig wieder nachzählen, wie viel sind es jetzt? Ach, das sind jetzt 9. Oder davon habe ich jetzt 26. Das kann schon mal vorkommen bei Wasser oder so. Und das ist ein bisschen friemelig alles so. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt. Man kann sich mit diesen Karten behelfen, wo man die drauflegt. Ich selber mag aber immer lieber die Marker zu haben. Und dann muss man sich die halt irgendwie so hinlegen, dass die geordnet sind, sodass man schneller einen Blick hat, wie viele es eigentlich sind. Aber es ist, diese Ressourcen sind ständig im Flow, weil die einzelnen Aktionen, die kosten auch alle, hier zum Beispiel 2 Energie oder 10 Wasser oder hier auch 2 Energie, 10 Wasser oder 3 Algen und 10 Wasser oder 10 Wasser. Das heißt, man bekommt ganz viel und gibt auch ganz viel wieder aus und dann ist es echt so, wenn so, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist dann so das Einzige, das einfach vom Handling das nicht ganz so schön ist, weil vom Spiel her
gefällt mir das richtig gut, weil die Partien so variabel sind und weil ich auch diesen Mechanismus einfach sehr schön finde und ganz witzig auch diese Erntemaschine finde, die da sich dann über dieses Tableau bewegt. Und ganz zum Schluss möchte man auch noch, dass die am Rand hier angekommen sind, weil da kriegt man nochmal Punkte für. Also wirklich für mich ein stimmiges, rundes Würfeleinsatzspiel. Ja, und dann möchte ich jetzt noch mit euch über das Artemis-Projekt sprechen. Das Artemis-Projekt ist ein Spiel von den Autoren David Shaw und Daniel Rocci mit Illustrationen von Josh Keppel und Dominik Meyer. Es ist für 1 bis 5 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 70 Minuten und ist bei Grimmspire erschienen. Das Artemis-Projekt ist völlig überraschenderweise auch ein Würfeleinsatzspiel. Jeder hat 5 Würfel diesmal, die werden gewürfelt. Und wir haben aber keinen Sichtschirm, denn wir entscheiden uns dann spontan, was wir wo einsetzen wollen. Und auch hier werden erstmal alle Würfel eingesetzt und danach wird hier, steht auch schon dran, einmal rundherum die einzelnen Aktionen ausgewertet. Und auch jede Runde gibt es hier an einer dieser Aktionen so eine Karte, die Aktion besser oder schlechter macht, je nachdem, was es für eine Karte ist. Und was ich auch ganz cool finde, es gibt hier das, ich glaube, es heißt offiziell Schüttelschiff. Da kann man sich dann später diese ganzen Männchen rausschütteln. Finde ich irgendwie witzig gemacht. Alternativ ist aber auch ein Säckchen dabei, dass man die aus dem Säckchen ziehen kann. Aber irgendwie finde ich diese Konstruktion ganz cool und lobenswert, dass hier beides drin ist. Genau, auch hier will ich natürlich wieder Punkte machen. Wobei hier das Besondere ist, das Punkte machen ist gar nicht so einfach. Und gerade so in den Erstpartien, weil wenn man mit 9 Leuten spielt, dann erklärt man zwar, wofür es Punkte gibt, aber trotzdem kommt immer mal zwischendrin die Frage, ja, wie war das jetzt nochmal mit den Punkten? Und da ist es, das finde ich leider schade, es ist nur einmal drin und man muss ständig da drauf gucken, gerade zum Ende des Spiels hin. Also da hätte ich mir wirklich gewünscht, es ist eine Karte, auf der einen Seite ist die Rundenübersicht, die man doch immer mal wieder braucht und auf der anderen Seite die Punktübersicht, die man andauernd braucht. Da hätte ich mir gewünscht, dass jeder so eine Karte hat. Das ist aber so vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte an dem Spiel, die ich habe. Und Punkte gibt es nämlich dann, wenn man Ressourcen übrig hat. Und bei vielen anderen Dingen, je mehr man davon hat, desto mehr Punkte bekommt man auch. Also hier gibt es zum Beispiel diese Marker, die bekommt man von Expeditionen. Wenn ich gar keinen oder einen habe, gibt es -3 Punkte. Wenn ich 2 bis 4 habe, gar keine Punkte. Aber wenn ich 8 habe, dann gibt es 5 Punkte. Also so steigert sich das. Und man will natürlich am Spielende bei möglichst vielen dieser Sachen das Maximum erreicht haben, damit man eben auch die maximale Punktzahl kriegt, weil so viele Punkte insgesamt kann man gar nicht schaffen. Genau, aber was machen wir jetzt eigentlich? Am interessantesten an dem Spiel ist jetzt die Art und Weise, wie Würfel eingesetzt werden. Ich kann mir, wenn ich dran bin, irgendeinen Würfel aussuchen und kann den bei einer der Aktionen auf die Felder legen. Die meisten haben hier so eine Felderleiste und da lege ich jetzt meinen Würfel dazu. Wenn ich zum Beispiel hier unbedingt diese neuen Rohstoffe hier brauche, dann lege ich meinen Würfel dazu. Aber ich lege ihn nicht nach vorne oder hinten, sondern ich lege ihn dahin, wie es von der Augenzahl her passt. Also jetzt eine 3 würde ich hier zwischen die 1 und die 5 legen. Und da ist es jetzt so, später bei der Auswertung bekommen zuerst die Niedrigen. Was? Der hat eine 1 gelegt, der würde also einen bekommen. Der hat auch eine 1 gelegt, der würde einen bekommen. Der hat eine 3 gelegt, der bekommt 3. Ich lege die mal neben dran. Der hat eine 5 gelegt, der würde jetzt 5 bekommen, aber es ist nur noch einer da, deswegen bekommt er am Ende nur einen. Und das ist irgendwie cool bei dem Spiel, weil man muss sich überlegen, okay, wenn ich eine hohe Zahl reinbuttere, dann bekomme ich vermeintlich viel, aber wenn zu viele andere kleinere Zahlen reinlegen, dann ist es am Ende nur noch ganz wenig oder gar nichts wert. Und wenn man tatsächlich gar nichts mehr abbekommt, also wenn ich hier zum Beispiel eine 4 hingelegt hätte, dann bekommt man als Ausgleich einen Schritt auf dieser Leiste. Da gibt es dann so einen kleinen Bonus, je nachdem, wo man gerade auf der Leiste ist. Aber das finde ich hier auch mal wieder einen schönen neuen Mechanismus. Also wir hatten hier bestimmt man seine Würfelzahlen selber, muss sie aber bezahlen. Hier muss man die Reihenfolge der Würfel schon vorher festlegen, in der man sie einsetzt. Und hier werden sie eben der Größe nach sortiert. Und
Deswegen ist es auch nicht unbedingt gut, wenn man nur hohe Zahlen würfelt und auch nicht unbedingt gut, wenn man nur niedrige würfelt. Aber man muss halt dann das Beste daraus machen, aus dem, was man gewürfelt hat. Genau, das ist sehr interessant. Was kann man noch machen? Es liegen jede Runde Expeditionen aus, zu denen man seine Würfel schicken kann. Die Expeditionen haben hier oben einen Wert. Und dieser Wert muss mindestens erfüllt werden mit allen Würfeln zusammen, die da liegen. Also jetzt zum Beispiel lägt da schon eine 6. Wenn ich jetzt noch mindestens eine 2 dazulege, dann ist es eine 8. Und dann werden alle Würfel eingesetzt werden, das gehört hier zur Station 1, diese Expedition auch stattfinden, weil mindestens die Summe 8 erreicht ist. Und jetzt ist es aber so, wer den höchsten Würfel reingelegt hat, der darf sich zuerst eine der zwei Belohnungen aussuchen. In dem Fall kann man entweder 5 von diesen Ressourcen bekommen oder 3, da würde der sich natürlich die 5 aussuchen. Jetzt dürfte ich hier mit meiner 2 das nächste aussuchen und der mit der 1, der kriegt zwar keine Belohnung, aber wie alle 3, weil wir an einer erfolgreichen Expedition teilgenommen haben, bekommen wir so einen Marker. Und ich habe ja gesagt, je mehr von diesen Markern wir haben, desto mehr Punkte kriegen wir am Spielende. Das heißt, es lohnt sich immer, an Expeditionen teilzunehmen. Hier wäre natürlich auch noch eine Expedition, die hätten wir alternativ auch noch erfüllen können. Also hätte ich auch noch zum Beispiel eine 6 dahinlegen können. Genau. Dann haben wir hier, gibt es einfach diese Ressourcen, so wie ich erklärt habe, die Aktion ist auch spannend, denn hier bekommen wir ein Gebäude. Die liegen jetzt nur aus Platzgründen da unten, die liegen eigentlich natürlich daneben. In den ersten 3 Runden gibt es Gebäude, die bringen mir während des Spiels was. Und in den letzten 3 Runden gibt es Gebäude, die bringen am Spielende Punkte. Das ist dann hier Runde 1 bis 3, Runde 4 bis 6, wir spielen 6 Runden. Und da setze ich dann meinen Würfel drauf mit einer bestimmten Zahl. Und wenn wir dann zu der Aktion kommen, dann muss ich das bezahlen. Und zwar mit diesen Ressourcen hier. Die muss ich natürlich vorher gesammelt haben. Also im besten Fall habe ich hier genug Ressourcen bekommen, damit ich meinen Würfel auch bezahlen kann. Wenn ich da eine 2 hingelegt habe, dann kostet mich das entsprechend 2. Habe ich eine 5 hingelegt, muss ich 5 bezahlen. Wenn ich aber eine niedrige Zahl hinlege, habe ich immer das Risiko, dass ein Mitspieler einfach da eine höhere Zahl hinlegt und jetzt würde das an den Mitspieler gehen. Und ich hätte meinen Würfel verschwendet. Wobei ich muss sagen, dass man sich gegenseitig die Gebäude wegnimmt, das kam bei uns äußerst selten vor. Es gibt ein paar Gebäude, die besonders attraktiv sind. Da war das dann mal so, dass man sich so ein, zwei Mal gebettelt hat, sage ich jetzt mal. Also den Würfel immer höheren noch dazugelegt hat. Aber meistens war es eher so, weil genug Gebäude für alle Spiele ausliegen, dass man einfach gesagt hat, ah, ich nehme das. Ach, jetzt hast du das genommen, dann nehme ich halt das andere. Weil die bringen alle gute Boni und das war jetzt selten so, dass da wirklich was lag, wo man gesagt hat, oh, das will ich unbedingt. Ist später bei den Punktgebäuden ein Ticken anders, weil natürlich, wenn man jetzt besonders viel hier zum Beispiel schon von diesen Koffern gesammelt hat, die sind so ähnlich wie die Kamele bei Marco Polo dazu da, um Würfel aufzuwerten dann oder zu verändern. Und da gab es ein Gebäude, was triggert, wenn man besonders viele davon hat, dann will man das vielleicht haben, aber meistens sind die so, dass man mit allen irgendwas anfangen kann. Und es gibt auch nochmal Punkte dafür, wie viele Gebäude man hat. Das heißt, im Zweifel nimmt man lieber irgendeins, einfach nur bei dieser Wertung. Hier, wenn man mindestens 7 Gebäude hat, gibt es 8 Punkte. Wenn man 6 Gebäude hat, 5 Punkte. Wenn man 0 bis 2 Gebäude hat, gar keine Punkte. Also das steigt dann auch so, nicht ganz exponentiell, aber es gibt so einen leichten Anstieg an Punkten. Deswegen im Zweifel irgendein Gebäude nehmen, damit man halt irgendwas hat, auch wenn man es dann nicht aktiviert. Die Gebäude, die brauchen nämlich Männchen, die man da reinstellt. Und ihr seht schon hier an den Farben, es gibt unterschiedliche Männchen. Und es gibt Felder, die brauchen bestimmte. Also da braucht zum Beispiel ein rotes, ein blaues und ein graues. Und dann würde es aktiviert werden. Das hieß jetzt, ich bekomme immer am Rundenende, wenn die Gebäude, in der Phase, wo die Gebäude aktiviert werden, darf ich mir ein neues Männchen da rausschütteln. Das bekomme ich. Es gibt aber auch welche Felder, die sind leer. Da kann ich mir aussuchen, welches Männchen ich reinstellen will. Und am Spielende
für diese Punkte, beziehungsweise am runden Ende für die Gebäude, die am runden Ende triggern, da werden all die Gebäude aktiviert, die eben voll besetzt sind mit Männchen. Und deswegen gibt es bei den 5ern und 6ern, also Aktion 5, Aktion 6, gibt es dann eben die Möglichkeit, an diese Männchen ranzukommen. Hier ist, je nachdem, welche Augenzahl man hingelegt hat, so viele Männchen darf man sich hier rausnehmen. Muss die allerdings bezahlen, hier mit Energie. Und hier kann man Männchen aufwerten. Das heißt, man gibt einen ab und bekommt dafür einen höherwertigen, je nachdem, welche Augenzahl man reingelegt hat. Hier gibt es eine feste Anzahl an Plätzen. Ein Platz für zwei Spieler, zwei Plätze für drei oder vier Spieler. Und man muss immer sein Männchen, was man upgraden will, direkt damit hinsetzen. Genau, hier wiederum geht es danach, die drin sind, das ist eine endliche Anzahl. Und auch hier wird wieder der Größe nach sortiert. Und wenn ich die höchste Zahl habe, dann darf ich mir zwar die meisten nehmen, wenn aber vorher alle weg sind, dann habe ich wieder Pech gehabt. Genau. Was ich jetzt ein bisschen kompliziert finde an dem Spiel, ist es die Art und Weise, wie wir mit diesen Männchen dann umgehen. Männchen haben mehrere Funktionen. Eine habe ich schon erklärt, nämlich, dass wir hier unsere Gebäude damit aktivieren. Wir können aber auch die Männchen mit auf diese Expedition schicken. Und da haben die unterschiedliche Funktionen. Wenn ich sie mit dahin schicken will, dann müssen sie hier in meinen Unterkünften sein. Wenn Männchen in meinen Unterkünften sind, dann muss ich sie aber am Rundenende bezahlen, während wenn ich sie hier eingesetzt habe, dann muss ich sie nicht mehr bezahlen. Das ist schon mal das eine, was ein bisschen kompliziert ist. Und je nachdem, welche Farbe Männchen ich mitgeschickt habe, passiert was Unterschiedliches bei den Expeditionen. Das steht nochmal hier drauf, aber bei uns war es so, das haben wir so gut wie nie genutzt, weil wir natürlich immer unsere Gebäude mit den Männchen aktivieren wollten und wir die dazu reinsetzen mussten. Man darf Männchen immer nur dann reinsetzen, wenn man entweder das Männchen gerade bekommen hat oder wenn man das Gebäude gerade bekommen hat und auch nur von hier nach hier und nicht etwa, dass man sagt, ach ja, das Gebäude brauche ich jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr, ich will jetzt den roten, den brauche ich ja jetzt besser hier. Dann setze ich die mal alle um, damit das Gebäude aktiviert ist. Das ist verboten. Und man darf nur am runden Ende ein Männchen umsetzen. Nochmal extra. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil das so nicht so eingängig ist mit diesem einen Männchen. Und weil man immer wieder überlegt, in welcher Phase war das jetzt nochmal genau? Und durfte ich jetzt tauschen bei zweien oder musste es jetzt nur einer woanders hinsetzen oder muss ich den erst zurückholen und dann setzen? Wie war das alles nochmal? Dann muss man ja auch nur die bezahlen und die hier nicht. Wie ist das? Und das ist ein bisschen unschön irgendwie, dieses ganze Männchenmanagement. Dann wird manchmal noch durch diese Karten, die ja jede Runde, wo eine neue reinkommt, das irgendwie verändert, dass man die Männchen nur anders umsetzen darf oder mehr oder weniger. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen ein Element, was sich nicht so gut in das Gesamtspiel eingefügt hat, fand ich, weil es doch sehr kompliziert ist. Und gerade wenn man mit Leuten spielt, die das zum ersten Mal spielen, das war immer ein Riesenchaos. Dann kam, ah Moment, ich durfte ja jetzt gar nicht das Männchen da hinsetzen. Ah Mist, warte, ich muss nochmal meinen Zug rückgängig machen, ich habe es falsch gemacht. Und wie war das jetzt nochmal? Und dann ist es eben blöd, dass es hier zum Beispiel nur einmal insgesamt diese Karte gibt, weil man dann doch da vielleicht nochmal nachlesen will, wie war das jetzt. Hier steht nämlich die einzelnen Phasen ganz genau drauf, was passiert. Aber das kann man eben nicht zwischendrin nochmal schnell nachlesen, weil es nur einmal diese Karte gibt oder man muss die ständig rumreichen. Deswegen ist die so wichtig, ne? Und auch wofür gab es eigentlich nochmal Punkte. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich schade finde an dem Spiel, weil es diesen Spielfluss, der eigentlich sehr schnell ist und so cool ist mit diesen Würfeln, die sich verschieben und so, unterbricht. Und das Zweite, was ich nicht so schön finde, ist die Art und Weise, wie man Punkte kriegt. Also zum Beispiel mit den Gebäuden. Ich habe ja gesagt, im Zweifel nimmt man halt irgendeins. Und da es nur auf wenige Sachen, es gibt Punkte auf Männchen, entweder wenn ich jede Farbe mal vertreten habe, dann gibt es Punkte,
Und dann aber auch noch immer für drei restliche, die keins Farbset mehr bilden, bringen Punkte. Dann bringen die Marker und die Gebäude, je mehr man hat, desto besser Punkte. Und dann gibt es noch so Restpunkte, wie hier 5 von denen oder 5 von denen gibt einen Punkt. Oder wenn ich die meisten von diesen Dingern habe, kriege ich nochmal 2 Punkte. Und die Gebäude, je nachdem, was draufsteht, bringen mir Punkte. Und das ist so wenig Spielraum, wie man Punkte kriegt, dass die Partien dadurch sehr ähnlich verlaufen. Und deswegen flacht es für mich auch ein bisschen ab. Also die ersten 1, 2, 3 Partien waren noch ziemlich cool, das zu entdecken. Und dann ist aber immer das Gleiche. Also man muss eigentlich immer an Expeditionen teilnehmen, damit man diese Marker kriegt. Man muss jede Runde sich irgendwie ein Gebäude organisieren, damit man eben hier dann am Ende die Punkte kriegt für, ich habe ganz viele Gebäude gebaut. Man muss jede Runde sich ein paar Männchen irgendwie holen. Entweder man kriegt die über die Expedition, das wäre dann super, weil dann hat man da, triggert das irgendwie doppelt, dass ich den Marker kriege und noch Männchen. Oder wenn man da halt nicht die Chance drauf hat, dann hier. Und dann muss man noch mit seinen Ressourcen ein bisschen haushalten, weil man muss ja seine Leute bezahlen und man muss die Gebäude bezahlen. Dafür sind eigentlich die Ressourcen hauptsächlich da. Und dann fühlt sich das jede Partie gleich an. Weil es gibt nur diese Sachen, auf die man irgendwie spielen kann und will möglichst bei allen irgendwie das Höchste haben. Und da darf man dann halt nicht eine Runde komplett verpassen, an der Expedition teilzunehmen, weil dann kann man das nicht mehr erreichen. Und dann ist auch völlig egal, was jetzt bei der Expedition als Belohnung da rauskommt. Das nehme ich halt gerne mit, aber Hauptsache ich habe diesen Marker gekriegt, damit ich eben am Spielende dann auf meine 8 Marker mindestens kommen. Und das ist schade, dazu eben noch dieses Ressourcenmanagement, sodass ich sage, es ist ein solides Spiel, was eben auch wirklich Spaß macht in den ersten Partien, was aber für mich im Vergleich zu den anderen beiden Spielen keinen langen Spielreiz hat. Und das finde ich schade, weil man hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr daraus machen können. Aber so für die ersten Partien und von der Idee mit diesen Würfeln finde ich das auch ziemlich cool. Ja, insgesamt muss ich sagen, ich finde es spannend, wie unterschiedlich man Würfeleinsatzspiele gestalten kann. Auch allein schon von dem Mechanismus erstmal, wie man die Würfel überhaupt einsetzt. Die waren ja komplett unterschiedlich, die 3 Spiele in der Hinsicht, obwohl im Endeffekt alles irgendwie diese Felder hatte, wo man sich dann später hinsetzt. Aber schon allein die Art, ob jetzt gewürfelt wird oder nicht, oder ob vorausschauend geplant wird oder nicht, oder sogar dafür bezahlt werden muss und gar nicht gewürfelt wird, das gefällt mir richtig gut und das finde ich schön, dass man eben hier so eine Vielfalt sehen kann. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Ihr habt jetzt 3 große Brocken an Spielen kennengelernt, die schon im Kenner- oder sogar Expertenbereich liegen. Und ja, schreibt mir doch mal, wie euch diese Spiele gefallen oder ob euch, wenn ihr sie noch nicht kennt, dass jetzt das Video neugierig auf die Spiele gemacht hat oder welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und ja, dann sage ich, hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, spiel doch mal!